Und dann geht's unten falsch rum weiter, und zwar nicht links, ach, wie der Anfang, mit 4, 5, 6. Genau. Genau. Okay. Das. Die haben falsch. Ja, klar. Das klingt klar. Auf jeden Fall noch sinnvoll. Stimmt, stimmt. Das ist dann nicht sonst 1, 2, 3 und dann ab links wieder 4, 5, 6, sondern 1, 2, 3 bis rechts, eine runter 4, 5, 6 nach links. Genau, okay, das, alles klar. Das glaube ich jetzt. Also das. Ah, also. Okay. Also, nee, Chlor 2. Aceton 1. Jod 4. Brom 3. Dann. Nochmal, ich glaube, ich habe mich. Hast dich verdrückt? Ich glaube, du hast ja, dich verdrückt. Ja, das kann sein. Das muss so sein. Also, Chlor, Aceton, Jod, Moment, auf 6, ich muss Brom, Stickstoff und jetzt das. Ah! Auf dem Bildschirm steht Mixtur fertiggestellt. Bitte Gewebeprobe. Irgendwas. Ah, sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Bleib du da schön liegen, Kumpel. Ja, der macht mich auch schon ein bisschen, auch ein bisschen nervös, wenn ich den da so sehen muss. Ich mache mich schon mal rennbereit. Fuck, ich bin angespannt. Ich glaube, wenn. Ich bin stolz, dass wir es geschafft haben. Endlich. Endlich. Du bleibst da liegen, oder? Na, hoffentlich, wa? Scheiße. Weil das war ja ein Kackgeschrei. Ich war gerade kurz vom Weinen. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich war wirklich so mega angespannt. Ich hab gerade fest damit gerechnet, dass dieses Ding auf mich drauf springt. Und dann geht nur diese scheiß Tür kaputt. Was mich auch stutzig macht. Ich bereue schon wieder, dass ich überhaupt den Kopfhörerstecker reingesteckt habe und nicht über Lautsprechers gemacht habe. Das ist, ich habe hier gerade einen halben Herzinfarkt gekriegt. Okay, sehr gut. Du musst auch mitschreien, sonst. Ja, ich habe ja nichts gesehen. Ich war nur so zusammengezuckt, ich war so wie ein Reh auf der Landstraße, okay. Was durch Scheinwerfer getroffen wird. Ich weiß nicht, glaube ich, gehe lieber hier lang. Weil ich weiß jetzt gerade nicht. Oh nein. Was für ein toller Körper. Mein. Ganz allein. Fuck, nee. Ey, der Typ ist da jetzt im. Ach, der. Oh nein. Ach, hier Dingsbums. Clarence, wie heißt, steckt in dem drin, ja? Ja. Geht da rein? Nee, er kommt nicht rein. Boah. Müssen und dürfen wir Clarence jetzt töten? Ich weiß auf jeden Fall nicht wie. Aber er hat einen ganz schön dicken Schniedel, wa? Ja, so. Das ist echt ein Pferdeschwanz. Aua. Warum hast du das jetzt gemacht? Okay. Da, die Tür da ist blockiert, ey. Ach, das gibt's doch nicht. Ich muss ja auch irgendwie raus. Geh mal zurück und dann links, da ging's weiter. Nein, durch den Gang, wo du drin bist, genau da. Ja, aber da komme ich auch da nur wieder raus. Das ist nur so ein kleiner Mini-Raum. Wie süß, das ruft mich die ganze Zeit. Oh, ah, das mit dieser scheiß Tür, das war gerade echt der krasseste Schrei, glaube ich, bei Penumbra. Weil ich habe echt gedacht, dieses Vieh kommt gleich. Ja. Und dann geht nur die scheiß Tür kaputt.
way to kill. I see you, monkey. Ha 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 ha. Keiner. Hasse. So, Clarence, geh mal wieder weg, du Arschloch. Okay, ich glaube, ich bin weg. Oh, und jetzt raus hier aus dieser scheiß Anlage. Ich meine, ich bin doch jetzt eigentlich geheilt, dann ist doch jetzt eigentlich vorbei, oder nicht? Eigentlich theoretisch schon. Jedenfalls sieht's für mich noch danach aus. Oh. Okay, ich kann gerade nichts machen. Okay. Oh, oh. Sind wir jetzt auch infiziert? Die bringen den um. Okay, sind die Infizierten dann irgendwie doch nicht böse, oder weil die haben den gerade umgebracht? Es kann nicht eingeben, es kann nur alle geben. Wo bin ich? Ist das eine Art Traum? Do not be alarmed. This place is in your mind, mankind. If you know yourself, you have nothing to fear. I, on the other hand, stand to lose everything. One came before. Mankind. Howard. He was not strong. Mankind as a whole is stronger even than I. But alone, mankind is weak. Nonetheless, I do not underestimate you, mankind. I submit to you. However, I must, against my own desire, tempt your anger further. Mankind is not united as I am. Such a seething mass of individuals. Little wonder you all pull in different directions. All of me pulls in one direction. And for that reason alone have I bested those that disturbed me. I will test your reactions, mankind. I will test which direction you pull. And then you shall have your answers, and if need be, your revenge. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das sind das Götter oder so? Irgendwie, die reden so, Menschheit, ich werde dich jetzt testen. Ich bin dann ausgestiegen. Ich hab das irgendwie nicht errafft, Jens. Ich glaube, ich muss mir das irgendwann nochmal in Ruhe angucken. Ja, ja. Eine Eisenstange. Okay. Das wäre so eine Kommentarsache, das könnt ihr da gerne reinschreiben. Ja, jeder gibt mal seinen. Da kann jeder seinen Senf dazu geben, wie er das interpretiert. Ah, okay. Weil hier fühle ich mich gar nicht sicher. Ich mich auch nicht. Oh. Aber im Prinzip, uns kann ja nichts passieren, wenn wir gerade in unserem eigenen Verstand sind. Wir sind in unserer eigenen Animus-Insel, ja? Genau. Ich wollte auch sagen, das erinnert mich alles so ein bisschen an Assassin's Creed. Gerade so ein bisschen Menschheit. Hier ist unser Edenapfel, gib ihn wieder her. Ich gehe nicht richtig vor. Dies ist eine Art Test.
Und der offensichtlichste Weg ist wahrscheinlich nicht der richtige. Ach, wir müssen jetzt also ein paar Tests bewältigen. Können wir die Tür? Nö. Abgeschlossen. Okay. Kann man das nicht irgendwie öffnen? Mit den Artefakten? Nee. Du bist noch da, ne? Ja, yeah, ich bin noch da. Ich bin nur verwirrt. Ja, du kannst dich ja irgendwie mal einbringen. Wenn du eine gute Idee hättest, dann. Da. Wir sind gerade in irgendeinem Loch. Ach, nein. Ich bin auch verwirrt. Ich dachte, das Spiel ist jetzt vorbei. Weißt du? Ja, so. Ja. Nee, irgendwie, weiß ich nicht. Wieder hier. Also ist das jetzt gerade nicht richtig. Nee, wir machen irgendeinen Fehler. Die wollen uns irgendwie testen. Wir sind in unserem Verstand und müssen jetzt irgendwelche Tests machen. So ein bisschen wie bei Portal. Das ist gerade so ein Mix aus Assassin's Creed und Portal. Und wir sind gerade zu blöd. Also da rein ist irgendwie falsch. Assassin's Creed. Ja, glaube ich jetzt auch. Also da runter glaube ich echt nicht. Die Haupttür kriegt man mit der Stange nicht auf, ne? Anscheinend befindet sich hinter dieser Wand eine weitere Zelle. Gut zu wissen. Nee, das geht nicht. Hinter der Wand ist also eine weitere Zelle. Okay. Ach, ich glaube, ich habe eine Idee. Huch. Ich versuche mal auf die Klappe hier dann zu springen. Ach nee, das wird nicht funktionieren. Okay, dann bin ich jetzt doch ein bisschen überfragt. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte irgendwie. Ich muss anfangen, hier klar zu denken. Komme ich hier irgendwie? Ja, das habe ich ja auch schon irgendwie gedacht, dass wir da irgendwie durch die Tür kommen. Mal, hier leuchtet die Stange. Das heißt, hier kann ich die irgendwie an der Wand benutzen. Aber. Zum Beispiel an der Wand hier nicht. Und an der Wand hier auch nicht. Das heißt, irgendwie muss ich das ja hier. Wie soll das funktionieren? Ja, weiß ich doch nicht. Du bist der Protagonist, du musst das machen. Boah, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was ich machen muss. Das finde ich jetzt gerade persönlich schlimmer als Ja, aber im anderen wusste man ja immer ungefähr noch, so wie mit den Chemikalien, da konnte man sich noch was daraus denken. Ja. Also hier oben das Ding, dieses krumme Ding, das macht mich ein bisschen. Obwohl, hier ist das auch verbogen. Ja, also. Wenn ich das hier aufmache. Ja, nein, bleib auf! Ich habe, glaube ich, noch eine Idee. Vielleicht kann ich das Ding ja mit der Eisenstange dann abstützen, sozusagen, weißt du, sodass es dann nur so ein bisschen auf ist. Und so. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Die Klappe ist geöffnet. Ja, das sehe ich. Mach das, was ich will. Die Klappe ist. Entschuldigung. Aber hier husten die ganze Zeit auch irgendwelche Leute. Das hat mich gerade verführt. Ja. Shit. Aber darunter auf jeden Fall nicht. Also das Ding hier würde nicht leuchten, wenn hier hinter nichts wäre. Na, aber wie willst du da. Aber passiert ja nichts. Ja, ich verstehe auch noch nicht ganz, was ich machen will. Ist immer blöd, wenn man selbst nicht weiß, was man vorhat. Ach Gott, ich sehe schon die Kommentare.